Aki, geh doch zum Schützenverein. Da ist das Motto, lernen Sie schießen und treffen Sie Freunde. Ja, Toni, groß Glückwunsch. Ne? Zum 5-mal Champions League gewonnen und dann das Interview beim ZDF abgebrochen. Das war eigentlich mehr wert als alle Titel zusammen. Geht er zu Nils Kaben und sagt, ey, du hast 90 Minuten Zeit gehabt, mir ein paar Fragen zu stellen. Also stellst du mir solche Scheißfragen. Kaben, setzen 6. ZDF-Reporter, ey. Das Geile war aber, dass der Kaben sagt, also ich fand die Fragen gar nicht so schlecht. Mitten im Interview. Wenn du dir die Scheiße ganze Zeit schön redest, wird sie irgendwann Schokolade. Das kenne ich hier von meinen Jungs. Die Fragen vom Kaben waren halt wie aktuell mit Karte zahlen. Geht halt nicht. Der Junge hat zum 5-mal Champions League gewonnen. Bring doch einfach einen Sixer Pilz mit, drück's ihm in die Hand und sag, freu dich. Nee, da musst du dir noch irgendwie so eine total investigativ toll ausgedachte, mit deutschem Neid, Unterton, Titel überlegte Frage, musst dich da hinstellen. Gönn doch mal, Junge. Sei doch mal so ein bisschen positiv. Nimm doch mal ein Beispiel an mir. Patrick! Du machst hier doch heute keine Bude mehr, da kann ich ja eher noch einen Wackelpudding an die Wand nageln. Mann! Der Geile hinterher, der Kaben sich entschuldigt, er wollte ja den Groß nicht provozieren beim Interview. Ja, hast aber immer sich dieses hinterher weg. Dann halt, nächster. Ich bezahle dich übrigens mit, Junge. Und die Antwort war genauso scheiße gerade wie deine Fragen. Wenn du beim Kaben Kochkurs buchst, ne? Der nimmt einfach alle Zutaten, ohne sie zu schälen und zu schnippeln, schmeißt sie in eine Pfanne, Butter drauf und der Ding auf 10 gedreht in den Herd. Vorbereitung hilft doch. Beim Erkenschwicker Echo wird demnächst noch eine Stelle frei. Dann kann der Kaben mir die Fragen stellen. Der Groß hat nur gesagt, er wollte halt nach dem Sieg, wäre doch mal schön, wenn einer kommt und stellt mal eine positive Frage. Herr Groß, hatten Sie schon mal Corona? Das wäre dann die positive Frage vom Kaben gewesen. Herr Mann, pass auf die Mücken auf, bitte. Diesen Mückenstich vom letzten Jahr in den Bauch, ne? Die sieht man ja immer noch. Ich glaube, ich mache das demnächst. Hier, Reporter auf dem Platz, Fragen stellen danach kann ich. Ich habe eine positive Ausstrahlung. Brauchst aber bestimmt auch Englisch, ne? Beim ZDF-Bewerbungsgespräch. Uwe, hieß dein Englisch? Ja, Leute. First Cream. Das ist Sahne, den Job habe ich. Stefan, fährt man mit dir zelten, dann erkennt man dein einziges Talent. Der Qualm vom Lagerfeuer, der zieht immer dahin, wo du sitzt. Ja, und die erste Runde im DFB-Pokal ist ausgelost. Hier Losfee war Kevin Großkreuz. Der meinte, bis auf eine Kugel war es okay. Sätze, die dir beim russischen Roulette halt auch nicht sagen darfst. Aber der Großkreuz meinte eigentlich, er hat einen BVB gezogen zu 1860 München. Dortmund jedenfalls einmal Favorit in München. 1860, ey. Ich bin ja auch mehr so ein Löwe, ne? Ganzen Tag Wiki-Wiki fressen und eine geile Frisur. Andi, spiel doch mal wie ein Waschmittel. Tief eindringen und direkt wirken. Ja, Teutonia Ottensen, riesenlos RB Leipzig. Damit jetzt überhaupt ein paar Fans nach Hamburg kommen, hat Ottensen für alle weiblichen Fans eine Tupper-Party geplant. Damen zeigen ihre Dosen. Ja, und Hertha will dann auch mal irgendwann den DFB-Pokal jetzt. Eintracht Braunschweig, erste Runde. Stellst du den Bobic in die Alpen und der brüllt, wir wollen den DFB-Pokal gewinnen. Dann ruft das Echo zurück, ihr habt schon 17 Heimspiele im Olympiastadion, das sind schon zu viele. Oder halt 18, wie diese Saison. Christian, deine Leistung ist heute so groß wie dein bestes Stück. Kaufst du dir Kondome, dann heißen die Lachgummi. Ja, ich weiß noch, letztes Jahr, wie er gegen Erkenschwick erste Pokalrunde rausgeflogen, ne? Dann Pagen wieder zu ist und der Kevin war am Ende sich nicht mehr sicher und hat wirklich gedacht, wir haben gewonnen. Der fährt mit dem Rad nach Hause, ruft mich währenddessen an. Trainer, ich führe mit meinem Fahrrad gerade das Autokorso an. Es ist Riesenstimmung, es wird gehupt, geschrien. Kevin! Boah, der ist so hohl, der glaubt, weil Bier, Wein und Tabak aus Pflanzen hergestellt werden, ist er ein anonymer Vegetarier. Hermann! Christian, deine Leistung ist heute wieder ein bestes Stück. Nee, Gott, Outtakes sind heute. Oh, länger als die Folge. Wenn die Scheiße ganze Zeit beim ZDF-Bewerbungsgespräch, brauchst du aber bestimmt auch Englisch, ne? Sag mal, boah, der ist so hohl, der glaubt, weil Bein wie... Aki, geh doch zum Schützenverein, da ist das Motto, lernen Sie... Nahen verschluckt. Ich bin ja auch mehr so ein Löwe, ne? Ganzen Tag Wiki-Wiki fressen. Und eine geile Frisur.